Heute möchte ich gerne meine kleine Videoreihe fortführen, in der ich euch eine Naturkosmetikmarke vorstelle und auch meine 5 Favoriten der Marke zeige. Ich möchte euch heute eine wirklich besondere Marke vorstellen, die sich wirklich von allen anderen Naturkosmetikmarken abhebt und die mich auch schon seit einigen Jahren begleitet. Die Rede ist von Martina Gebhardt Naturkosmetik. Genauer gesagt handelt es sich bei der Naturkosmetik von Martina Gebhardt eigentlich um Biokosmetik, das heißt um Naturkosmetik mit einem wirklich hohen Anteil an Biorohstoffen. Bei Martina Gebhardt werden wirklich ausschließlich Biorohstoffe verwendet, was nicht selbstverständlich ist, und vieles davon sogar in Demeter-Qualität. Demeter gilt ja so als das strengste Bio-Label. Vielleicht ist euch das sogar schon mal im Food-Bereich begegnet. Auf jeden Fall war das auch so eine Besonderheit vor ein paar Jahren, dass die Naturkosmetik von Martina Gebhardt wirklich als erste Marke komplett das Demeter-Label trug. Den Grundstein für die Marke legte eigentlich ein Ereignis, das bereits in der Kindheit von Martina Gebhardt selbst stattfand. Und zwar wurde sie von einem Hund gebissen und zur Wundheilung wurde ihr eine Creme verschrieben, die Wollwachs enthielt. Und das funktionierte wirklich sehr gut, weil die Wunde sehr schnell abgeheilt ist und gar keine Narbe zurückblieb, sodass sie nach und nach immer mehr mit Wollwachs experimentierte und selbst Cremes zusammenrührte, die sie erst im Freundeskreis verteilte. Erst viel später aber, nach ihrem Studium, gründete sie dann die Marke Martina Gebhardt und genau, die existiert jetzt seit über 30 Jahren. Martina Gebhardt setzt verschiedene Pflanzenteile in ihren Produkten ein, die auch auf unterschiedliche Weise gewonnen werden. Also ihr findet jetzt zum Beispiel nicht nur das Öl aus einer Pflanze, sondern zum Beispiel auch das ätherische Öl, Pflanzenwasser, Pflanzenauszüge und auch spagyrische Essenzen. Also wirklich die verschiedenen Teile einer Pflanze, die auch auf unterschiedliche Weise hergestellt und bzw. gewonnen werden, wodurch sich wiederum eine unterschiedliche Wirkweise ergibt. Wenn ihr euch dazu mehr interessiert, packe ich euch nochmal ein paar Infos in die Infobox. Es ist wirklich ein spannendes, aber wirklich sehr komplexes Thema. Das Sortiment von Martina Gebhardt ist recht vielfältig, aber doch überschaubar, wie ich finde. So gibt es verschiedene Pflegelinien für die unterschiedlichen Bedürfnisse und diese sind auch in der Regel einem bestimmten Leitinhaltsstoff gewidmet. Also so gibt es zum Beispiel die Rose Line für trockene Haut oder die Shea Butter Pflegelinie für sehr empfindliche Haut. Außerdem gibt es auch Produkte für Kinder und für Männer. Nach wie vor spielt der Rohstoff Wollwachs eine große Rolle, der in allen Cremes enthalten ist. Viele Produkte von Martina Gebhardt sind aber auch vegan, falls es euch interessiert. Also zum Beispiel Body Lotion, Toner fürs Gesicht oder auch die Face Lotions. Ganz interessant finde ich auch noch die Verpackung von Martina Gebhardt. Und zwar ist alles in hochwertigem Opalglas verpackt. Also kommt alles ohne Plastik aus, was ich sehr begrüße. Erhältlich sind die Produkte von Martina Gebhardt im Bio- und Naturkosmetikfachhandel, also in gut sortierten Bioläden und in Naturkosmetikfachgeschäften. Das ganze Sortiment findet ihr natürlich auch online, da packe ich euch den Link mal in die Infobox, da könnt ihr euch einfach mal einen Eindruck verschaffen. Genau, ich würde sagen, das sind jetzt so die wichtigsten Infos zu Martina Gebhardt. Die Website packe ich euch auch in die Infobox, da könnt ihr einfach nochmal recherchieren, auch wenn euch mehr zu den Inhaltsstoffen interessiert. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal mit meinen Favoriten. Und zwar starten wir mal mit dem Shea Butter Cleanser. Falls ihr meinen Blog lest oder auch schon das eine oder andere Video von mir gesehen habt, dann ist euch dieses Produkt nicht entgangen. Der Shea Butter Cleanser ist eine Reinigungsmilch für das Gesicht und die ist wirklich sehr minimalistisch zusammengesetzt und super mild. Also da sind keine ätherischen Öle enthalten, kein Alkohol und auch keine Tenside. Generell werden keine Tenside und auch kein Glycerin bei Martina Gebhardt verwendet. Dieser Cleanser ist aber trotzdem gründlich, da einfach die enthaltenen Fette auch auf der Haut emulgieren, ganz leicht, sag ich mal, und sogar Make-up lösen können. Ich verwende den Cleanser gerne abends zusammen mit meinem Reinigungsöl bzw. nach meinem Reinigungsöl, wenn ich mein Double Cleansing durchführe. Oder einfach am Morgen, da ist diese Reinigungsmilch wirklich genial. Die enthält zum Beispiel Olivenöl oder auch Rosenwasser. Und reinigt total mild, aber gründlich und ich kaufe die einfach immer wieder nach.
Die ist auch super ergiebig, man braucht sehr wenig und ist wirklich ein tolles Produkt. Ich empfinde die auch als leicht rückfettend. Also die ist eigentlich für sehr empfindliche Haut geeignet und für normale Haut. Ich kann die mit meiner Mischhaut aber auch super verwenden, finde die nicht zu reichhaltig. Man braucht wirklich nur ganz wenig. Wenn man zu viel nimmt, kann es schon sein, dass so ein leichter Film auf der Haut zurückbleibt. Aber an sich ist das wirklich ein super Produkt. Ich würde sagen, es ist sogar der Favorit für mich von der Marke. Kaufe ich immer wieder nach, schon seit Jahren, und werde ich auch zukünftig immer wieder nachkaufen. Schaut euch das Produkt unbedingt mal an, wenn ihr eine milde Reinigungsmilch sucht. Machen wir mal weiter mit meinem zweiten Favoriten, und zwar der Eye Care Cream von Martina Gebhardt. Das ist auch einer der Bestseller überhaupt von der Marke, denn diese Augencreme ist wirklich Gold wert, sage ich euch. Wenn ihr bisher diverse Augencremes probiert habt und nie so richtig zufrieden wart oder eure Trockenheitsfältchen um die Augen nie so richtig gut gepflegt wurden, probiert diese Augencreme aus. Die ist super reichhaltig und fettig, da sie einfach wie alle Cremes von Martina Gebhardt einen recht hohen Fettanteil besitzt. Hier kommt jetzt zum Beispiel Olivenöl und Avocadoöl und Kakaobutter zum Einsatz, ja, wodurch die Creme einfach wirklich sehr reichhaltig und fettig ist, muss man schon sagen. Wer es ein bisschen leichter mag, kann auch zu dem Eye Care Fluid greifen. Das verwende ich auch super gerne. Ist einfach so die leichtere Variante von der Creme. Aber die Creme ist wirklich der Hammer. Schaut euch die mal unbedingt an. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Favoriten. Und zwar mit der Face & Body Lotion aus der Summertime Serie. Das ist ein Kombiprodukt zur Gesichts- und Körperpflege. Und diese Summertime Line ist so die, ja, die Sommerpflege der Marke. Ich glaube, die ist auch nur über den Sommer erhältlich. Und die Produkte enthalten einen Lichtschutzfaktor der Stärke 6, so jetzt auch dieses Produkt. Es ist also kein, ja, Sonnenschutz für ausgiebige Sonnenbäder oder so, sondern ja einfach nur so ein ganz minimaler Schutz, der da gewährleistet wird durch die enthaltenen Mineralien. Ich sag mal, für den Weg zur Arbeit oder zurück reicht es auf jeden Fall. Die Lotion ist auch getönt. Auf der Haut sieht man das allerdings nicht. Also es hat höchstens so einen ganz leichten, teint-ausgleichenden Effekt. Ich finde die wirklich klasse, da die sehr leicht ist, aber trotzdem gut pflegt. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, da irgendwie einen fettigen Film auf der Haut zu haben oder so. Das kann man ja gerade im Sommer gar nicht gebrauchen, wenn man dann noch unter der Pflege schwitzt oder so. Im Gegenteil, es ist wirklich eine sehr leichte Lotion, die ich wirklich im Sommer sehr gut verwenden kann und trotzdem sehr gut gepflegte Haut zurücklässt. Großer Favorit, den ich euch ebenfalls empfehlen kann. Als nächstes möchte ich euch noch einen Favoriten der Marke vorstellen, und zwar den Baobab Food Balm. Das ist ein Produkt aus der Fußpflegeserie der Marke, das wirklich sehr reichhaltig und pflegend ist und wirklich ideal für rissige und spröde Füße. Hier sind sehr viele pflegende und reichhaltige Öle enthalten, wie zum Beispiel Olivenöl, Wollwachs, Bienenwachs, Shea-Butter, Kakaobutter, Baobaböl und auch Salbei. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich das Produkt einfach auf meinem Schreibtisch stehen habe, um öfter mal daran zu riechen, weil ich den Duft so gut und so beruhigend finde. Also ich finde den wirklich genial, also sehr kräuterig, das muss man schon mögen. Aber unabhängig vom Duft ist auch die Pflegewirkung ganz gut. Genau, ich glaube, in dem anderen Video hatte ich sogar die Creme, da fand ich die Pflegewirkung nicht ganz so gut, aber das ist der Balm und der pflegt meine Füße auf jeden Fall sehr gut. Also sie werden dadurch sehr viel weicher und geschmeidiger, wenn ich meine Füße damit über Nacht eincreme. Und ja, ich mag das Produkt wirklich super gerne und insbesondere den Duft. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, daran zu riechen, dann tut es. Als letztes möchte ich euch noch ein Produkt zeigen, dem ich bereits einen eigenen Blogpost gewidmet habe. Wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Und zwar geht es um die Calendula Super Protect Cream. Das ist eigentlich ein Produkt aus der Baby- und Kids-Linie, wofür ich das Produkt auch ursprünglich gekauft habe. Also einfach, um mein Baby so ein bisschen zu pflegen und insbesondere so einen wunden Po zu regenerieren bzw. ja, dem vorzubeugen. Und das hilft so gut. Also mein Kind hat wirklich selten einen wunden Po und wenn, geht es mit dieser Creme wirklich von heute auf morgen weg. Also es ist wirklich genial. Unabhängig davon verwende ich die Creme aber auch für andere Wehwehchen, weil hier ist echt viel drin. Und wie alle Cremes von Martina Gebhardt ist auch diese sehr reichhaltig und man braucht nur super wenig. Das wäre auch noch so ein Anwendungstipp, dass ihr die Cremes immer nur ganz minimal verwendet und auch immer auf der feuchten Haut, da die Produkte dann einfach sehr gut einziehen und keinen fettigen Film auf der Haut hinterlassen.
Zurück zum Produkt. Also unabhängig von der Babypflege verwende ich das auch selber teilweise zur Gesichtspflege, bei trockenen Stellen, für die Lippenpflege, auch als Augencreme habe ich es schon verwendet. Also es ist wirklich so ein krasses Allround-Produkt, was ich echt nicht mehr missen möchte. Hier ist auch nicht viel drin. Zum Beispiel Calendula-Extrakt, also Ringelblume, was sehr beruhigend wirkt, aber auch pflegend, aber trotzdem nicht zu reichhaltig. Wie gesagt, wenn ihr den Tipp beherzigt, die Creme in feuchte Haut zu geben und wirklich nur minimal zu verwenden. Schönes Produkt, was ich auch immer wieder nachkaufen würde, wenn es dann irgendwann mal leer geht, weil es ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr ergiebig. So, das waren jetzt meine 5 Favoriten der Marke und ich denke, ihr habt auch einen ganz guten Einblick bekommen. Für mich sind die Produkte, wie gesagt, etwas ganz Besonderes, weil einfach die Rohstoffe so hochwertig sind und auch die Texturen wirklich besonders. Wenn ihr mal irgendwie die Möglichkeit habt, in einem Bioladen oder bei einer Naturkosmetikerin oder so euch das Sortiment anzusehen, dann macht das mal auf jeden Fall. Da könnt ihr euch vor Ort auch immer noch beraten lassen. Ansonsten packe ich euch, wie gesagt, nochmal ein paar Links in die Infobox zu weiterführenden Infos und auch zu meinem Blog. Da habe ich mich auch schon einigen Produkten gewidmet. Lasst mir doch einfach mal Feedback da, ob ihr die Marke bereits kennt und gerne auch, welche Marke euch im nächsten Video interessiert. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao!